Heute am zweiten Wiesenmontag jährt sich das Oktoberfestattentat vom 26. September 1980 zum 36. Mal. Auch dieses Jahr wird den Opfern und deren Angehörigen am Denkmal an der Festwiese gedacht. Damals waren über 10 Menschen getötet und mehr als 200 durch eine selbstgebaute Rohrbombe verletzt worden. Gekommen waren heute unter anderem die Bürgermeister Schmidt, Strobel und Oberbürgermeister Dieter Reiter, der auch zu den anwesenden Gästen ein paar rührende Worte sprach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum diesjährigen Gedenken an das Oktoberfestattentat. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind, weil es ein wichtiger Tag ist und weil gerade in diesen Tagen es wieder ganz besondere Brisanz, ganz besondere Aktualität hat, nämlich das Oktoberfestattentat vom 26. September 1980, bei dem, wie Sie alle wissen, 13 Menschen ums Leben kamen und viele verletzt wurden. Es ist schließlich immer noch eines der schlimmsten Ereignisse in unserer Stadtgeschichte. Es ist immer noch der verheerendste Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt. Und es ist, wie gerade schon angesprochen wurde, ein barbarischer Akt, der insbesondere was die Hintergründe und was die Drahtzieher betrifft, leider immer noch nicht vollständig aufgeklärt ist. Im Dezember 2014 wurde die Wiederaufnahme der Klärung des Falls beschlossen, bis heute jedoch keine zufriedenstellenden Ergebnisse erreicht. Brisant ist, dass wohl vor allem der Verfassungsschutz die lückenlose Aufklärung durch Zurückhaltung von Unterlagen behindert. Am Ende konnten die Gäste persönlich vor das Denkmal treten und eine Rose neben die Kränze niederlegen.